Ein Monster ist in Berlin unterwegs. Ein Betonmonster. Die A100 frisst sich schon durch die halbe Stadt und wird sogar noch verlängert. Aktuell im 16. Bauabschnitt bis zum Treptower Park. Obwohl der Berliner Autoverkehr reduziert werden soll und obwohl mehr Investitionen in Radwege und ÖPNV gefordert werden, befürwortet der Bund den Weiterbau der Stadtautobahn A100. Die soll auch noch viel länger werden. Mit dem 17. Bauabschnitt soll sie noch um weitere 4 Kilometer bis zur Storker Straße verlängert werden. Nett, Sie wiederzusehen, Herr Scheuer. Angenehm. Die sieht doch schon sehr schön aus, oder? Ich bin hocherfreut. Das sind aber nicht alle. Für viele bedeutet der Autobahnausbau mehr Lärm, schlechtere Luft und den Verlust der Stadtnatur. Mit 650 Millionen Euro Gesamtkosten ist das Ganze doch noch ein Schnäppchen, oder? Na klar doch, es sind ja nur 200.000 Euro pro Meter und der Steuerzahler zahlt ja. Na, das hört sich doch super an. Ganz im Gegenteil, Dino. Die Gesamtkosten haben sich mehr als verdoppelt. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wo die Autobahn nachher verlaufen soll. Okay. Und da gingen sie nun Arm in Arm, Herr Scheuer und der Dino. Und wenn sie nicht gestoppt werden, dann bauen sie morgen noch mehr Autobahnen.